Jaido, erste Kata, Mai. Wir schauen dem Gegner ins Gesicht, sichern mit der linken Hand das Schwert, das waagerecht sein sollte, und zwar mit dem Daumen rechts auf der Zuba, nicht in der Mitte, das könnte gefährlich sein, falls das Schwert mal rausrutscht. Die Zuba ist vor dem Bauchnabel, das Schwert ist also etwas schräg. Die rechte Hand ist an der Seite, die Knie leicht gebeugt und wir knien ab, indem wir zuerst den Hakama mit einer solchen Bewegung leicht und locker schlagen, dann das linke Knie auflegen, dann das rechte, auf die Knie gehen, die Füße ablegen und langsam und aufrecht absitzen. Generell die ganze Bewegung aufrecht bleiben. Sageyo nach links liegen, Hände in die Mitte der Oberschenkel. Den Gegner anschauen, drei Atemzüge ruhig bleiben, wie Sazen, ruhige, klare Aufmerksamkeit. Dann wird bemerkt, dass der Gegner etwas tut. Ich greife mit beiden Händen gleichzeitig, löse das Schwert, gehe vor und habe es fast draußen, wenn ich oben bin. Die Zehen werden aufgestellt, das Schwert waagerecht gedreht, diese Hand muss locker bleiben, wenn ich so greife, kriege ich es nicht raus. Und dann geht der rechte Fuß vorwärts, nachdem die linke Hand gedreht hat, und die linke Hand macht Sayabiki, zurückziehen. Der Schnitt geht waagerecht. Die Spitze ist etwas tiefer als der Griff und ich gehe nicht weiter seitlich, nicht daraus, nicht weiter seitlich als der Körperrand. Dann zentriere ich wieder, indem ich mit dem Knie vorgehe und die linke Hand vor den Bauchnabel gebe mit dem Koiguchi hier und gleichzeitig Furikaburi mach und dann schneide ich nach vorne. Energie geht nach vorne, nicht nach unten. Das Schwert bleibt waagerecht, endet eine Faustbreite vor dem Bauch. Dann linke Hand an den Obi, rechte Hand nach außen, anklappen, der Ellbogen geht nicht nach innen, er bleibt außen. Und im Aufstehen Ochiburi. Die Spitze zeigt auf den Gegner dort unten. Vorgehen, Fußwechsel, mit der linken Hand das Koiguchi nehmen, direkt vor dem Bauchnabel die ganze Schwertlänge nutzend anfangen. Rechte Hand geht vor, linke Hand zurück. Die linke Hand bleibt immer im Körperkontakt, nicht weggehen, auch nicht nach hinten gehen, so machen, immer eng am Körper ziehen. Also, Lotto, zwei Drittel waagerecht das Schwert, ein Drittel senkrecht, dabei absitzen. Vorne aufstehen, Tsuba wieder vor dem Bauchnabel. Rechte Hand lösen, links, rechts. Fertig. Kata beendet. Nach jeder Bewegung ungefähr ein, zwei, drei Atemzüge, langsam, entschieden, Pause machen. Nicht die Kata mit Geschwindigkeit arbeiten. Ich mache sie noch einmal seitlich. Aufrecht bleiben, langsam zentriert absetzen, Sageyo zur Seite, Hände in die Mitte. Ellbogen sind eng am Körper, Kopf ist aufrecht. Greifen, ziehen, schneiden. Vorgehen, rechte Hand ist über dem Kopf, linke Hand ist vor dem Kopf. Schneiden.
Fehler, die gemacht werden, sind beim Gehen. Füße bleiben immer am Boden. Wir gehen nicht so zurück. Wenn ihr zurückgeht, schleifen. Und unten bleiben, nicht rauf und runter gehen. Das nächste, beim Noto, nicht zur Seite gehen und dann nach vorne schauen. Sondern gleich nach vorne gehen und die Hand dort lassen. Und dann bewegt sich erst die linke Hand nach vorne, solange sie den Körper noch Kontakt hat. Dann die rechte zurück. Das Problem beim Noto ist Auflegen. Wenn ich jetzt nicht nach hinten gehe, sondern nur nach vorne, dann fällt mir das Schwert runter. Das heißt, ich muss Sayabiki machen und dann vorschieben. Vielen Dank.